die sich jetzt immer so ab, rotiert es da so durch, das wäre lässig. Unbekannter Spieler hat das Zeitalter Mittelalter erreicht, toll. Die rotieren ernsthaft durch, finde ich lässig. Fahren wir mal. Patupia, deine feindliche Einheit, Galeere bombardiert, 25, 2 Schaden, 25 Schaden, das wäre ja schön. Gott, es gibt. Oh, das kann ich noch ganz kurz zeigen, wenn ich weiß, wie diese Zivilupedia aufgeht oder so. Und zwar. Demografie, nein. Letzter Platz bei der Zustimmung. Warum habe ich so wenig Zustimmung? Ich muss mal sowas wie Kolosseum bauen oder so. Benachrichtigungslog, Wirtschaftsübersicht, Militärübersicht, Diplomatieübersicht. Okay, das machen wir einfach anders. Rechtsklick hierauf, komme ich in die Zivilopädie. Hier, das ist die Zivilopädie. Da sind alle Einheiten, alle Beförderungen, alle Gebäude, alle Wunder, alle Sozialpolitiken, alle Spezialisierungen, Spezialisten, größere Persönlichkeiten. Ach Gott, alles, hey. Wahnsinn. Alle Ressourcen, alle Geländearten, alle Stadtstaaten, alle Modernisierungen. Also so habe ich mir das noch nie angeschaut. Spielkonzept, das ganze Spielkonzept ist hier. Also genau, ich wollte euch bei Einheiten. Also das hier ist, das ist so ein Scherz. Riesiger Killerroboter. Ich strategie, aber das Ding ist echt cool, das ist so lässig. Ich habe das, also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber es heißt hier eigentlich, die Einheit erhält beim Angriff auf Städte einen Malus. So, ich habe damit eine Stadt angegriffen. Die war sofort platt. Moment. So, ja, ich muss leider jetzt dann beenden. Ja. Genau, dann speichern wir. Wo war das Escape? Ach, warte mal, hier drunter ist wahrscheinlich die Zivilopedia. Escape. Ja. Spiel speichern. Weiter Let's Play. Speichern. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert mich, zockt das Spiel, wenn ihr wollt, oder was ihr auch immer spielt. Viel Spaß dabei. Schaut auch meine anderen Minecraft-Videos oder Let's 5-Videos an und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.